ist das nicht der Typ, der uns immer zeichnet? Adrian? Ja, das ist er. Einige. Hey Leo. Na, zeichnest du wieder Comics über uns? Nee, damit habe ich doch aufgehört, als das Buch rauskam. Du meinst Hipsters Versus, jetzt im Buchhandel erhältlich für nur 14 Euro, ISBN Nummer 3943547159. Schleichwerbung. Und wieso zeichnest du uns dann immer noch? Ach, alte Gewohnheiten. Eine Sache verstehe ich ja nicht. In den Comics geht's doch um uns und unsere Abenteuer. Wieso heißen die dann Hipsters? Also, wenn das eine Sitcom wäre, dann hätte es an dieser Stelle einen eingespürten Lacher gegeben. Serien mit eingespielten Lachern finde ich ja eher ungeil. Es beleidigt meinen einzigartigen Humor und geht total gegen meine Vorstellung von Individualismus. Das bringt mich jetzt allerdings auf eine Idee. Ein neuer Comic? Hipsters versus eingespielte Lacher? Nee, viel besser. Hipsters versus Sitcoms? Noch besser. Stellt euch mal vor, man hätte für die Comics irgendwie ein Live-Publikum. Dann gäbe es echte Lacher. Sicher? Man müsste die Bilder einfach an die Wand projizieren und die Sprechblasentexte vorlesen, mit lustigen Stimmen. Ich nenne es Comiclesung. Macht ihr mit? Mhm. Ja, wieso nicht? Also ich habe ja schon Comiclesungen gemacht, bevor die cool waren. Aber okay, ich bin dabei. Alles klar, dann sehen wir uns und euch bei Reading Panels am 8. März, 18 Uhr in Sabotage in Dresden. Mit mir, Adrian von Bauer. Und uns. Wir freuen uns auf euch. Aber nur ironisch.